Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 19. Oktober, Wochenauftakt, Montag 9:30 Uhr. Wir schauen auf den Währungsmarkt und hierbei speziell das Pfund, welches hier im Fokus stehen soll zum Wochenauftakt. Beginnen wir mal hier in dem Wochenchart, nachdem wir es in der letzten Woche ja so gut wie gar nicht behandelt hatten, sehen wir hier sehr schön eine ja, abwärts gerichtete Bewegung seit dem Juni-Hoch, welches hier im Zielbereich von rund 1,60 US-Dollar beinahe gelandet wäre. Hier war allerdings dann im Juni, vielmehr Mitte Juni bei 1,5929 Schluss und seitdem sehen wir hier eine ja, abwärts gerichtete Bewegung, die sich während der letzten 2 Wochen hier in einem korrektiven Erholungsmodus befindet. Und wir sehen hier sehr schön, dass eine ja, leichte Unterstützungszone im Bereich 1,5125, 1,5130 hier als Unterstützung diente. Das waren dann nämlich hier die Tiefs vom Mai, Schrägstrich Ende April. Und genau hier hat sich das britische Pfund, das Cable, Ende September stabilisieren können bis in den Oktober hinein. Und jetzt sehen wir hier diesen Auftrieb, der, wie gesagt, jetzt an einer entscheidenden Stelle sitzt. Und das kann man sich hier noch viel besser am Tagesschart anschauen. Da sehen wir nämlich hier dieses Niveau, dieses Horizontalniveau bei 1,5470 rund. Dieses diente hier im Juli mehrfach als Unterstützung, dann mit Ausbruch im August. Ja, Sell-off-Charakter. Dann gab es hier im September den Versuch, drüber auszubrechen, erneut runtergefallen. Und jetzt sind wir hier eben wieder an diesem Level, wo sich das britische Pfund in der vergangenen Woche den Kopf stieß. Und genau deswegen sollte man jetzt Obacht auf dieses Level geben. Rein technisch, rein marktstrukturell wäre jetzt hier eine weitere Abwärtsbewegung durchaus anzunehmen. Diese deutet sich unter Umständen hier auch beim Euro-US-Dollar an, also hier in der letzten Woche mit einem bearischen Candlestick-Muster und insofern auch hier durchaus die Gefahr von Rückschlägen einkalkulieren. Ob diese natürlich unmittelbar kommen, muss man mal abwarten, aber beim britischen Pfund ist es jetzt wichtig, dass, sofern wir jetzt hier eine Konsolidierung sehen, auch sehr schön einzufangen hier am 61er Fibonacci-Level, diese Abwärtsbewegung hier vom September. Da stehen wir gerade, also hier der abwärts gerichtete Fall ist Uso mal Trend folgend, die Möglichkeit, die das britische Pfund hier einschlagen könnte, geht es jedoch hier über 1,5470 raus, finden wir hier eine Stabilisierung, dann spricht hier viel dafür, dass das britische Pfund nochmals in Richtung 1,60 streben könnte. Das wird spannend sein zu beobachten, denn wir haben heute, und da rufe ich direkt mal den 15-Minuten-Chart gleich mal auf, schon einen kleinen Fehlausbruch gesehen heute Morgen beim britischen Pfund. Kleinen Fehlausbruch insofern, dass wir die Asia-Range hier bullisch verlassen haben. Es gab hier einen Anstieg über das Pivot-Level und wir haben im Prinzip hier versucht, ja an die Freitagsniveaus vom späten Nachmittag anzuknüpfen, aber hier hat das Paar dann nach unten abgedreht und jetzt sind wir wieder hier im Bereich dieser Asia-Range und aktuell aber erst 31 Pips gelaufen. Im Schnitt 95, das heißt, wir haben ja gut noch 2/3 Bewegungsintensität zu erwarten. Am Montag muss man natürlich aufpassen, der Markt hier immer ein Stück biestig. Wir holen uns mal die Wochenstatistik dazu. Da sieht es Montag fürs Pfund nicht wirklich so bullisch aus. Nur 45% positive Schlusspreise. Overall auch eher eine schwächere Tendenz. Also der Montag beim britischen Pfund eher mit Vorsicht gesegnet. Aber dennoch kann hier ein Stück weit was passieren. Auf der Oberseite, sofern wir uns nochmal über den Pivot-Level arbeiten, beziehungsweise dieses Level, das sich das britische Pfund erarbeitet, könnte es hier durchaus im Sinne der Average Daily Range in Richtung Vortageshoch, also Freitagshoch und Vorwochenhoch gehen. Das Potenzial, Sie sehen es, das besteht aufgrund der bisher geringen Range durchaus. Hier oben wäre dann bei 1,5523 sozusagen ein mögliches Ziellevel und dann wäre eben auch auf Tagesbasis der Widerstand von 1,5470, der sich hier in diesem Bereich befindet, überwunden. Das wird spannend. Ansonsten, na klar, man muss auch hier die Südseite im Augenmerk haben und hierbei insbesondere die Situation, Sie sehen es hier vom Donnerstag diese Tiefs, dann hier das Freitagstief spät am Abend gemacht. Soll heißen, wenn hier dieses Niveau aufgegeben wird, der letzten 2 Tage, der letzten 2 Handelstage, Sonntag mal inklusive, wären es dann praktisch fast 3, aber nehmen wir die eigentlichen 24-Stunden-Handelstage, dann wäre hier ein Durchbruch nach unten sicherlich bärisch zu sehen. Also das britische Pfund liefert hier Potenzial, auch wie gesagt, im Intraday-Chart aufgrund der geringen Range und hier im Tageschart aufgrund des Widerstandslevels bei 1,5470, was wir hier haben.
Insofern abwarten, wenn wir hier eine schöne bullische Kerze sehen, spricht viel dafür, dass ich das weiter fortsetzen kann in der kommenden oder in der laufenden Handelswoche, nicht in der kommenden, in den kommenden Handelstagen, vielmehr in der laufenden Handelswoche kann es dann hier durchaus weitere Zugewinne geben. Die Nachrichtenlage ist heute sehr dürftig. Auch für das britische Pfund im weiteren Wochenverlauf dann erst wieder der Mittwoch, Schrägstrich der Donnerstag interessant in Sachen Konjunkturdaten betreffend Great Britain. Also insofern ist das hier relativ technisch gesteuert, das Paar, und Obacht geben, was eben wie gesagt hier passiert. Was noch schön zu sehen ist, ist hier die Situation auf Tagesbasis, die ich jetzt noch abschließend mal eingrenzen will, ist nämlich hier diese Candle vom Donnerstag, die praktisch hier mal als Range-Zone identifizieren, dann sehen Sie, dass wir hier innerhalb dieser Hoch- und Tiefs vom Donnerstag handeln, und das ist hier durchaus eine schöne Indikation, um auf eine fortsetzende Bewegung zu spekulieren. Also innerhalb dieser Range, die sich jetzt hier gebildet haben, das ist ein klassischer Außenstab, hier sind Innenstäbe jetzt in diesem Kerzenverhalten, kann jetzt viel passieren, viel Ping-Pong, aber grundsätzlich hier Widerstand, solange wir da nicht richtig drüber rauskommen und hier das Hoch vom Donnerstag, das Vorwochenhoch überwinden, sieht es eben eher bärisch aus, das muss man interpretieren. Ziehen wir natürlich aber nach oben raus, dann kommt hier auch die Saisonalität zum Tragen. Sie sehen hier leichter Dip zu Wochen und zum Wochenauftakt, aber hier 21, 22, da geht es dann im Prinzip strange gen Norden, das britische Pfund also hier saisonal mit Rückenwind, und wenn wir hier ein neues Mehrwochenhoch machen, dann sieht das letztlich so aus, als würde es weiter steigende Preise in Richtung 1,60 geben können. Die Entscheidung liegt letztlich bei Ihnen. Das britische Pfund liefert hier in jedem Fall Potenzial. Insofern sage ich erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen gesegneten Handelstag. Viel Erfolg bei allem, was Sie angehen. Wenn Sie mögen, schauen Sie auf dem JFD-Desktop vorbei. Da liefert Bernd Zenkowski immer wieder schönen Traffic. FX gibt es da auch immer wieder was zu lesen, ansonsten auch im Stream meinerseits vorbeischauen. Da wollen wir doch heute vielleicht das ein oder andere Intraday-Pair noch covern, wenn nicht sogar das britische Pfund. Also warten wir ab, was passiert. Ich sage danke fürs Einschalten, und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, Ihr Christian Kemmerer, und tschüss.